Schließlich hat ja Eva im Paradies nicht von einem richtigen Apfel gekostet, sondern von einem Granatapfel. Wir wissen es natürlich nicht ganz wirklich, aber Granatapfel ist inzwischen sehr, sehr trendy in der Küche. Ist natürlich ein bisschen tricky in der Bearbeitung. Erstens färbt er supermäßig ab und zweitens sind die Kerne hier gar nicht so leicht rauszuholen. Wir probieren es jetzt aber trotzdem, weil wir brauchen unbedingt die Granatapfelkerne für unser nächstes Gericht. Und ich habe auch ein paar Tricks auf Lager dafür. Als erstes nehme ich mir wieder mal meine Handschuhe, weil sicher ist sicher. Zu Hause würde ich mir vielleicht sogar eine wirklich coole Kochschürze noch anziehen, aber man weiß ja auch nie. Aber wir versuchen natürlich das Ganze ohne Spritzen hinzukriegen. Jetzt schauen wir mal und hoffen, dass da ein cooler Inhalt zum Vorschein kommt. Manchmal gibt es böse Überraschungen. Das schaut super aus. So, und die müssen jetzt da irgendwie raus. Und ich nehme dafür entweder zu Hause unter fließendem Wasser oder hier eine Schüssel Wasser und werde in dieser Wasserschüssel die Kerne rauslösen. Das hat zwei Vorteile. Erstens, spritzt es nicht, ja, macht nicht so viel Dreck. Und zweitens hat das noch einen zweiten Effekt, nämlich die Granatapfelkerne, die sinken ab und alles andere, diese ganzen Wuckerl, schwimmen oben. Da muss ich einfach nur ein kleines bisschen warten. So, das ist der Müll. Der kommt gleich mal weg. Und ihr seht hier, alles ist unten. Ich schöpfe jetzt vielleicht mit einem Sieb oder mit der Hand die oberen Sachen weg und kann jetzt ganz einfach über ein Sieb an meine Granatapfelkerne kommen. Ja, schauen wir mal. Super schön. Enthalten richtig viel Vitamin C und viele Antioxidantien und sind natürlich ein ganz, ganz toller Teil der gesunden Küche.